Das ist das Ding, ne? Booyah, herzlich willkommen zu einem neuen Lecker-Video. Mein Name ist Kim Ortizi und wir drehen heute einen Vlog, Freunde. Wir fahren heute nach Amsterdam und dann geht's nach Tilburg. Die Brüder, meine Jungs, haben ein Spiel. Heute ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und die Jungs haben mich eingeladen zum Spiel. Ne? Wir gehen heute ins Stadion und das werden wir heute alles recorden. Das ist mein zweiter Vlog. Ich habe einen Vlog schon gedreht in Frankfurt mit dem Fettkopf, Quatschkopf, Diego und Arvin. Das war sehr cool. Und jetzt drehen wir eins und fahren nach Amsterdam. Ich bin super excited. Ich werde jetzt als allererstes ein Outfit zusammenbasteln. Ich zeige euch ganz kurz, wie ich mich anziehen werde. Und dann geht's auch schon los. Ich nehme euch einfach mit zur Fahrt, ne, auf der Fahrt. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr solche Vlogs drehe, dann kommentiert das, haut das drunter. Ich versuche jetzt auf YouTube wieder aktiver zu sein. Und jetzt, Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Viel Spaß im Video. So, ich bin jetzt im Auto. Jetzt geht's auch endlich los. Ja. Laut Navi fahren wir jetzt 3 Stunden. Ich hasse Autofahren, aber egal, wir fahren jetzt 3 Stunden nach Amsterdam erst. Das ist mein allererstes Mal, wie gesagt. Schaue ich mich gleich mal um. Vielleicht gibt's noch einen coolen Sneaker-Store an. By the way. Vergiss besser das hier. Ne? Gott, heute Travis Scott an. Auf Ford ist Life I Cannot Change angelehnt. Und jetzt geht's auch los. Wir sehen uns dann in Amsterdam. Peace. So, Freunde, wir sind jetzt in Holland angekommen. Matter of fact, wir sind gerade in Amsterdam. Es riecht hier richtig nach Ausland. Und dann sind wir hier. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Siehst du hier Wasser? Hi. Siehst du Wasser hier, ne? Ganz entspannt. Ich mach hier Fett auf Touri, Digga. Jetzt geht's in die Innenstadt, wenn die überhaupt eine haben. Und dann guck ich Schuhe an. Ich will hier alles bewerten. Ich bin ganz gespannt, wie es hier ausschaut. Guck mal. Hier einfach Chinatown in Amsterdam. Samundong! So, Freunde, wir sind jetzt gerade wunderschön in Amsterdam. Es ist echt busy. Es ist sehr, sehr grau, aber super busy. Und wir werden jetzt gleich alle Stores mal abchecken, um zu vergleichen, wie es halt einfach ist in Deutschland, wie hier so, weißt du? Und wir fangen gleich mal mit Snipes an. So, komm mal mit, let's go. Maske, sehr wichtig. Ich bin Deutscher hier. Hier ist nichts Besonderes bisher. Ich guck mal nach Cocaine, für mich selber, ne? Oh, die haben keine Cocaine. Das sind die einzigen Kokas, die sie haben. Das ist Quatsch mit Macaroni-Soße. Und echt nicht schätzig. Die Leute haben ja keine Masken. So. Absoluter Quatsch. Da gab es Schuhe, die Michael Jordan niemals erfunden hat. Deswegen. Was geht ab, Homie? Oh, hier ist King Martizio. Digga, wir sind. Was geht ab, Alter? Yo! Junge, wir sind Amsterdam, Digga, oder? Quatsch mit Soße, Alter! Ey, Bro! Du Ehrenmann, du! Ich bin einer deiner ersten Abonnenten. Lava nicht! Alles, wer bist du denn, Bruder? Liebe Grüße aus der Schweiz, aus Zürich. Ehrenmann, Digga! Ehrenmann, ich grüße dich. Wir sind hier mit Agash, mit Sweetie und mit Dennis und King Martizi. Ich küsse doch sein Herz. Check ihn aus, Alter! Zeig mal deine Schuhe, was du heute Deck. Deck. Bruder. Ja, Bruder, Herz aus Gold, ne? Jawohl! Ja, Junge! So, jetzt geht's ins nächste Store. Guck jetzt mal nach Süßigkeiten. Hi, Chef. Und ja, rein an die Buletten, ne? Das sieht schon mal geisteskrank aus. Junge. Junge. Wie heißt das hier? Johnny Amsterdam. Nice. Cheetos, sehr, sehr wichtig. Geisteskrank. Junge, what? Blau? Ey, das sieht geisteskrank aus, ne? Das sieht wirklich verrückt aus. Guck mal. Unos zum Essen. Noch nie sowas gesehen. Reese Puffs. Geisteskrank. Sehr, sehr, sehr nice. Sowieso alles, was blau ist, schmeckt geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir bisher mega hier. Das ist sehr nice hier. Aber was mir nicht gefällt, ist das hier jetzt. Also wer die Ecke mag, ne, hat keine Zukunft, keine Vergangenheit, der trägt ganz schwarze Air Forces. Ehrlich. Das ist ja ekelhaft. Wonach schmeckt eigentlich Lakritze? Wonach schmeckt das eigentlich? So,
haben jetzt zwei Tüten irgendwas Blaues, blaue Chips und rote Chips geholt. Das wird sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das werden wir auf der Rückfahrt auf jeden Fall probieren. Und jetzt geht's mal weiter. Ich suche die nächsten Sneaker Stores. Ich suche einen Soulbox. Irgendwas Krankes. Irgendwas Krankes auf jeden Fall. Und ich suche irgendwelche Klamottenläden irgendwie. Ich war noch nie in Amsterdam. Ich bin einfach super excited, hier zu sein. Das heißt, es ist zwar scheiße, wirklich sehr, sehr scheiße. Aber Energie ist da. Deswegen, Freunde, wir gehen weiter. Jetzt sind wir im Footlocker. Nichts Besonderes, sag mal ehrlich, ne? Ehrlich, nichts Besonderes, sag mal ehrlich. Quatsch mit Macaroni-Soße hier, guck mal her. Quatsch. Gehen wir mal hoch, vielleicht hat es da irgendeine Soße, die gut schmeckt. Yeah. U-Turn. Ganz klare U-Turn. Also Deutschland Footlocker ist schon echt gut so, ne, hat ein paar Cocaines und so, aber hier Quatsch. Quatsch over Quatsch. Next door. Let's go. Jetzt sind wir bei meinen Lieblingen, JD Sports. Ist ähnlich aufgebaut wie in Deutschland auch. Ja, gehen wir mal durch. Ich weiß nicht, kann man hier lästern über die? Ja, die stinkt. Einfach beleidigen. Die versteht eh nichts. Aber die haben ja auch keine Cocaine, ne? Irgendwie gar kein Store Cocaine. Weiß nicht, darf man mit Yeezy so nichts? Universe Blues auch? Auf jeden Fall. Geht's weiter in den nächsten Store, Freunde. Wir sehen uns gleich. Wir sind jetzt gerade hier durchgelaufen. Ich glaube, das ist die Altstadt hier. Und was für mich einfach wirklich echt geistkrank ist, ich wusste, man kann hier Green smoken so. Aber ich wusste nicht, dass man das wirklich so auf offener Straße rauchen kann. Deswegen, du läufst du durch und es riecht überall nach Green. Überall sind so Brüder, die auf jeden Fall ein paar Packs auf jeden Fall dabei haben. Jetzt laufen wir durch die Altstadt durch und suchen uns irgendwas zum Essen. Und auf jeden Fall will ich Fritten essen, Waffeln. Ich will hier McDonalds kosten. Hinter der Kamera Lachmasche. Ne, auf jeden Fall werden wir jetzt noch ein bisschen rumlatschen. Und dann geht's auf nach Tilburg. Wir gehen jetzt meine Jungs besuchen. John, DK und Ochi. Wir haben heute Spiel, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, das wird heiß. Aber bevor wir das machen, gehen wir das mal weiter, ne? So, fertig mit Amsterdam. Leider viel zu kurz. Wirklich, die Stadt ist unglaublich schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Gibt bestimmt einiges zu sehen. Was wirklich bemerkenswert ist, wirklich in der Innenstadt, in der Altstadt. Ey, überall riecht es nach Green, though. Das ist einfach crazy. Für mich als Non-Smoker ist es was anderes, aber für die Leute Grün ist es was ganz Normales. Wir sind erstmal fertig für jetzt. Leider, wie gesagt, leider. Aber jetzt geht's auf nach Tilburg. Support für die Jungs. Dann hoffe ich, dass Mr. Vried heute Tor macht, weil er will heute so jubeln. Das ist der Scout wieder. Freunde, wir sehen uns dann in Tilburg am Stadion. Ne? Und ja, bis gleich. Peace. So, Freunde. Angekommen. Tilburg. Unglaublich, was hier los ist. Geisteskrank. Hey, wenn du mal guckst, guck mal her, wie voll das hier ist. Auf jeden Fall Mörderkulisse. Ey, ich freue mich mega hier zu sein. Otzi, danke schön für alles, Bruder. Und jetzt wünsche ich dir ein geiles Spiel. Und ich bin auf jeden Fall da. Und ja, let's go. Ja, Freunde, Halbzeit. Ah, Moment. Auf jeden Fall Halbzeit 2-0 hier Sparta Rotterdam. Ich würde ehrlich sagen, das ist kein verdientes 2-0. Wille macht das Spiel. Ich glaube 60% Ballbesitz. Sparta ist zweimal vorne, zwei Kopfballtore. Ich sage das jetzt nicht, dass es unverdient ist, weil meine Jungs spielen. Ne, weil wenn es schlecht gewesen wäre, würde ich sagen, ey, Kreisliga, alles gut, du es auch. Ne? Bisschen rumgurken, alles gut. Aber die Jungs spielen wirklich gut, aber einfach Pech vorne. Jetzt Halbzeit, jetzt gucken wir uns die Soße jetzt mal an, wie die Jungs die aufwärmen und dann hoffen wir mal, dass das Spiel auf jeden Fall hier drin wird.
Freunde, leider haben wir 13-0 verloren. Ich bin stolz auf meine Jungs. Alle drei haben gespielt. Derek hat gespielt. John hat gespielt. Ocean gespielt. Scheiße gelaufen, ehrlich. Drei Flanken, drei Kopfballtore. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir die drei erwischen, ne, bevor sie reingehen. Und wenn nicht, dann gehen wir in die Players Lounge rein, weil ich habe Players Lounge Karten. Ja. Mal gucken, ja. Kopf hoch, Jungs. Nächstes Spiel auf jeden Fall machst du besser, ne? Du wärst die Jungs, auf geht's! Warte, ist gerade auf. Was ist Juri, glaube ich, auch. Der Scout ist da. Mal gucken, ne? Ob er jetzt gut gelaunt ist, wird zu reden oder nicht. Guck mal jetzt, ich muss erstmal Star Wars in Berlin Hallo sagen. Das Beste kommt zum Schluss auf den. Wir haben hier unseren Scout. Das ist der Scout, wo ich die ganze Zeit erzählt habe. Oder was ist los? Du wurdest im Stich gelassen, was? Kann man so sagen. Ja. Kann man so sagen? Drei unnötige Minuten gesehen, ne? Drei Kochbälle, Digga. Hast du dich festgezogen? So ein bisschen, ja. Also vergessen, weitermachen, ne? Richtig Profi-Interview, da weiß ich direkt, was du sagen musst. So, Freunde, wir hauen jetzt ab. Ich glaube, das Letzte, was die Jungs jetzt wollen, ist hier noch weiter. Ey, wo ist DK? Oh, wo ist er? Oh, sorry. Auf jeden Fall, wir ziehen es dann ab. Ja. Yo, Derek. Mein Bruder. Sehr, sehr gerne, Bruder. Du hast super gespielt. Du hast super gespielt. Aber du wurdest im Stich gelassen. Du, Ochi, John. Aber ist mir egal, Bruder. Ich bin hergekommen, weil ich meine Bruder spielen wollte. Schießen wollte. Bruder, du hast gespielt. Du hast das Beste gegeben. Nächstes Spiel machst du besser. Okay, also, Bruder. Danke, dass du da bist, ja. Hab mich viel mehr gefunden, ne? Und lass dir gut gehen, ne? Ja, Bruder, ciao, ciao. So, jetzt hauen wir ab. Warum lachst du so? Warum lachst du so? Bye, bye. Oh Gott. Oh, jetzt geht's los. Ochi, Ochi. Vamos. Genau so stelle ich mir das vor. Genau so. Genauso stelle ich mir das vor. Genauso stelle ich mir das vor. Ne? Wird der Bruder noch mal ein paar Autogramme an die Youngest geben. Ne? Sehr, sehr geil. Gehen wir mal mit. Jetzt DK dran. Aber Köln, 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 Köln. Der heißt mit Nachnamen Köln. Der Köln, jetzt ist er dran. Auf geht's. Sehr, sehr geil. Niemals, Digga. Nein. Ja, ist so korrekt, Alter. Spaß damit? Ah, geil, Alter. Yeah. Danke, mein Bruder. Ich hab sehr, sehr geil. So, zu Hause angekommen. Finally. War ein super Tag, würde ich sagen. Leider Amsterdam nicht richtig gesehen. Trotzdem habe ich was gesehen. Das erste Mal in Amsterdam richtig geil. Spiel wirklich scheiße gelaufen. Shoutout an die Jungs draußen, dass sie ihr Bestes gegeben haben. Und big Shoutout an hier, ne? Mr. Reed. Hat mir ein Trikot geschenkt, ne? Hat mich zack zum Boden.
Sehr geil. Das aktuelle Trikot, ne? Sehr, sehr geil. Dankeschön, mein Bruder. Ja, das wär's gewesen. Wenn ihr wollt, dass ich sowas öfter drehe, hit the Like-Button, kommentiert, lasst Liebe da selber, damit ich wieder aktiver werde auf YouTube. Macht's gut, bis dahin, euer Kim Ortizi. Peace.